funquad24.com präsentiert euch heute die Ausstellung in Wallmünster auf dem Martini-Markt. Heute ist der 12.11.2017. Was? So, jetzt tun wir euch mal so ein kleines Sortiment von uns zeigen, was wir alles im Programm haben. 125 Kubik Warrior XXL. Das BDRS in 1000 Watt. Das BDRS in 125 Kubik Version. Passend zu diesen Fahrzeugen, die großen oder die mittleren, haben auch optional die Anhängerkupplung mit 2 Zoll Kugelkopfaufnahme. Messangebot für heute sind die begehrten Hoverboards für 250 Euro. Ganz neu im Programm. Kinder-Elektrofahrrad, 24 Zoll, mit Samsung-Akku verbaut. In 5 Stufen ist das Fahrzeug regelbar von der Unterstützung. Mit Frontlicht, auch steuerbar über oben den Tacho. Den zeige ich euch gerade mal. Hier sehen wir den gut. Hier kann man die Unterstützung wählen, geht bis 5. Kilometeranzeige, allem drum und dran. Shimano Schaltung. Richtige Bremsanlage. Die Upside-Down-Federgabel können wir hier noch verstellen und auf der anderen Seite. Akku kann man entweder am Fahrzeug lassen oder mit dem separaten Schlüssel aufmachen, kann man den Akku rausziehen und kann auch mit in die Wohnung nehmen, auch zum Laden oder optional halt auch am Fahrzeug. Bremsanlage für hinten. Rücklicht alles. Fahrzeug gibt es auch in 20 Zoll für die kleineren Kinder. Unser Elektrobuggy mit 450 Watt Leistung. Crossbike 50 Kubik. Richtig geile Optik. 1000 Watt Elektro-Crossbike. Findet ihr auch alles hier bei YouTube. Unser ganz neues Quad Spinner 800 Watt. Mit SMD-Beleuchtung, Hupe. Dieses Fahrzeug hat auch einen Wechselakku. Das ist das erste von den kleinen. Wechselakku heißt im Endeffekt, den kann man entweder am Fahrzeug laden oder man zieht hinten den Akkublock komplett raus und kann den auch in der Wohnung laden. Auch mit Rücklicht. Unser Toronto Spider. Geiles Design, weil die Spider-Optik ist komplett über die ganze Verkleidung vom Fahrzeug. Und für die großen 125 Kubik Automatik-Crossbike ist das hier.
Hier in Wallmünster auf dem Martini-Markt haben wir weit über 40 Fahrzeuge mit dabei. Mehr auf funquad24.com. Euer Money.